Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum Elden Ring Video. Und seit dem letzten Update gibt es eine ganz große Änderung, was die Aschen angeht. Bisher war es immer so, dass ich immer gesagt habe, die Mimik ist echt die beste Asche und das ist auch teilweise noch so. Aber seit dem letzten Update gibt es eine Asche, die richtig, richtig gut geworden ist und das ist die Asche des Kriegsmagiers Hugus. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber die ist so gut, dass sie quasi Bosse im Alleingang macht. Und ich zeige euch jetzt mal eben bei einem Beispiel, wieso die Asche so, so gut ist. Anderer Grund ist natürlich, ihr könnt die Asche viel, viel früher bekommen als die Mimik. Die Asche bekommt ihr nämlich hier im Siegelgefängnis von Celia. Also da könntet ihr theoretisch sogar direkt am Start hin reiten, um euch diese Asche zu holen. Und ja, wie gesagt, ich gehe mal eben zum Boss und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon. Ich habe mich mal zum Boss der Schattenburg vorgedrungen, weil ich hier den Boss sowieso machen wollte. Und ich glaube, hier kann man richtig gut sehen, wieso die richtig, richtig gut ist. Was mir selber schon aufgefallen ist. Oh, da haut er rein. Oh, da haut er rein. Was mir selber schon aufgefallen ist, also, das ist nicht wie bei der Mimik. Oh. Die mega viel tanken kann und durch meine eigene Waffe viel austeilt, aber wenn ihr selber der Tank seid, guckt jetzt. Ah, schade, nicht getroffen, oder? Einfach eine Kopfnuss. Ah, 200. Komm, machen fertig. Wieso macht er mal diese Kopfnuss? Der Hammer? Oh, das war's. Ja, der Battlemark ist richtig, richtig gut. Hier kriegt übrigens das Henkerschwert der Amareis. Für jeden, der jetzt gerade sich fragt, wo ich bin, hier, ich bin hier, Schattenburg. Auch nochmal, bevor jemand fragt, von hier aus einfach hier entlang laufen und in die Schattenburg rein. So Leute, was macht eigentlich der Kriegsmager gegen einen Drachen? Das wäre doch mal spannend. Kann der gegen einen Drachen was ausrichten? Jetzt, let's go. Na komm. Rennen! Oh, nicht getroffen. Übrigens. Der Kriegsmagier ist auf plus 10. Also ich glaube, jetzt sollte jeder gesehen haben, der Kriegsmagier ist übel scheiße und ich verstehe nicht, wieso die Leute online sagen, der wäre gut und wäre besser als die Mimik. Ich habe heute oder jetzt die letzten 2-3 Tage nach dem Update von 4 verschiedenen YouTubern gesehen, dass der Kriegsmagier richtig, richtig gut sein soll. Besser als die Mimik. Den kann ich eine halbe Stunde gegen den Boss kämpfen lassen. Er macht gar nichts. Da, 96 Schaden. Was ist das denn? Und da will mir jemand sagen, der ist besser als die Mimik? Also ich bleib dabei. Die Mimik ist und bleibt einfach die beste Asche. Die ist schwer zu bekommen, ja, und ihr müsst da auch richtig für ackern, dass ihr die bekommt. Weil wenn ihr die einmal habt, glaubt mir, es lohnt sich. Guck mal, der macht gar keinen Schaden. Was macht der denn? Der läuft da nur dumm rum. Meine Mimik hätte den jetzt schon gekillt, den Drachen. Mann, ist der Kriegsmagier scheiße. Also Leute,
Das ist der Kriegsmagier. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil das natürlich auch New Game Plus ist. Wenn ihr jetzt ein neues Game macht und sagt, ihr braucht jetzt eine gute Asche, dann ist das schon ganz okay für den Zeitpunkt, wo ihr den bekommen könnt, hier im Siegelgefängnis von Celia. Aber ich würde immer die Mimik bevorzugen. Und falls ihr wissen wollt, wo es diese Patches-Socke gibt, dann hier oben mal die Infocard antippen. Da zeige ich euch, wie ihr die Patches-Socke bekommt. Und ja, abonniert den Kanal. Das haben ganz viele nicht gemacht. Gerne Kanal kostenlos abonnieren und liked das Video. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.